20 Jahre Love Parade, doch die Jubelfeiern fallen aus. Morgen hätten über 1,5 Millionen Raver durch Bochum ziehen sollen. Doch schon zu Jahresbeginn wurde die Techno-Sause abgesagt. Plötzlich waren die Straßen zu eng und an den Gleisen der Bahn wurde gebaut. Was bleibt nun? Ein Streit um einen deutschen Mythos, ein skeptischer Blick nach vorn und ein sehr unterhaltsamer Zurück. Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist es besser, viel besser als man glaubt. Irrtum, denn es ist viel schlechter, als man glaubt. Denn Bochum hat die Chance vertan, die Love Parade auszurichten. Das ist eine geile Party! Boah, ist eine geile Party! Der niederländische DJ Woody van Eyden war auch letztes Jahr in Dortmund dabei und hatte sich darauf gefreut, in seiner Wahlheimat Bochum vor einem Millionenpublikum aufzulegen. Doch die Stadt hat die für diesen Samstag geplante Parade abgesagt. Da, wo jetzt nichts ist und auch nichts bleiben wird und auch nichts kommt dieses Wochenende, leider, hier werden wir vorbeigefahren. Wir wären mit einer von 30 Trucks dabei gewesen, mit unseren eigenen, super fett. Hier runter, Bochumer Königsallee vorbei. Nein! Und 1 Million Leute pilgern her und es findet leider nicht statt und das ist einfach super traurig. Die ganze Welt schaut auf Love Parade, jeder will dabei sein. Nur Bochum nicht, obwohl man angeblich lange im Rathaus der Stadt debattiert hat. Weit über 1 Million Raver sollten kommen. Ein Ansturm, der den Stadtvätern letztlich die Schweißperlen auf die Stirn trieb. Es müssen zur Veranstaltung der Love Parade mehrere Konzepte her. Eine Streckenführung mit einem Veranstaltungskonzept, ich sag mal in Bochum gegeben, wenn auch sehr nah am Bochumer Hauptbahnhof. Dann natürlich sowohl für die Strecke als auch für die An- und Abreise ein Sicherheitskonzept, ein tragfähiges Sicherheitskonzept. Dieses Sicherheitskonzept tragfähig war in Bochum nicht gegeben. Hinzu ist erschwerend bekommen, dass Gleisbauarbeiten auf der Strecke von Essen bis nach Dortmund im Moment stattfinden und die Strecke überhaupt nicht benutzt werden kann. Ist dann vielleicht die Deutsche Bahn schuld? Vor der Kamera will sich niemand äußern. In einem schriftlichen Statement heißt es jedoch etwas umständlich: Wir haben zur geplanten Love Parade in Bochum der Stadt die Leistungsfähigkeit unserer Verkehrsstation mitgeteilt. Diese hat schlussendlich eine Entscheidung getroffen. Über die anstehenden Gleisbauarbeiten und Kapazitäten des Bochumer Bahnhofs hat die Bahn die Beteiligten allerdings schon im August 2008 informiert. Bochum jedoch hat die Love Parade erst 5 Monate später abgesagt. Die Suche nach alternativen Verkehrskonzepten stand im Vordergrund. Daraus begründet sich die zu späte, aus meiner heutigen Sicht viel zu späte Absage der Love Parade. Um mit solchen Menschenmassen umzugehen, braucht eine Stadt 12 Monate Vorlaufzeit. Hätte Bochum früher abgesagt, hätte man zum Beispiel die Dortmunder fragen können, die 2008 schon einmal mit dem Rekord von 1,6 Millionen Besuchern fertig geworden sind. Einfach cooler! Egal welches Wetter, solange die Musik geil ist. Und der ist geil, die ist geil. Geil, dass alle mitziehen. Geile Stimmung hier. Party, Party, Party. Nicht nur Feierfreudige werden um ihre Party gebracht. Bochum bringt sich um bare Münze, denn jeder Raver lässt durchschnittlich 95 Euro in der Love Parade statt. Auch DJ Woody van Eyden ärgert sich über den finanziellen Verlust. Die Vorbereitungen gehen ja fast ein Jahr. Also die erste Vorbereitung ist, dass du vielleicht einen Partner ranholst, einen Sponsor ranholst, weil die Kosten sind immens. Wir machen einen DJ, du machst Line-Up, du besuchst eine Party. Du machst eine Compilation, du machst Musik, du siehst, dass um diesen Zeitraum herum deine neue Single rauskommt. Die kommt jetzt raus, aber es ist keine Love Parade. Die Nichtmöglichkeit, dass du hier nichts mehr tun kannst jetzt in diesem Jahr, kann ich im Geld gar nicht ermessen, aber der Verlust ist wirklich enorm. Die Love Parade, eine wirtschaftliche Unternehmung. Dabei hatte vor 20 Jahren alles ganz anders angefangen. Am 1. Juli 1989 tanzen in Berlin etwa 150 Fans eines neuen elektronischen Beats auf dem Kudamm. Kostenpunkt für die Veranstalter schlappe 750 Euro. Acid House heißt der Beat, der in Berlin entsteht und noch ganz wenige Leute begeistert. Eine von ihnen ist die inzwischen 42-jährige Miriam Schäffler. Ja, ja. Hier war das. Hier drin langweilten wir uns gerade ziemlich, weil nichts los war. Ich stand mit meinem damaligen Mann und mit Motte hier draußen rum und ja, wir sagten, ach Gott, ist ja nichts los hier und ist ja irgendwie doof. Und ja, und dann
kam mir das so spontan in den Sinn und ich habe es ausgesprochen. Mensch, man müsste mal auf dem Kudamm eine Party machen. Nur wenige Tage später treffen sich die Freunde in Miriam Schäfflers Wohnung zur weiteren Besprechung. Eine aufregende Zeit, wie ein Tagebucheintrag beweist. Frank, ich und Motte planen eine Acid-Party auf dem Kudamm, getarnt als Demo. Ich hoffe, es wird was draus. Denn die Sache würde, wie einer sagte, in die Geschichte eingehen. Es ist ein hohes Ziel, das sie sich gesteckt haben, eine Party auf dem 53 Meter breiten Kurfürstendamm vom Wittenberg bis zum Adenauerplatz. Die größte Hürde, sie müssen eine Genehmigung für die berühmte Flaniermeile bekommen. Nur durch die Anmeldung einer Demonstration rückt das Projekt Love Parade in greifbare Nähe. Der gelernte Betonbauer Matthias Rohing beschäftigt sich in den folgenden Tagen intensiv mit dem Grundgesetz. Also wird da nicht gesagt, wie man zu demonstrieren hat oder wie man nicht zu demonstrieren hat. Steht da nicht. Da steht einfach nur, jeder Deutsche kann sich unter freiem Himmel versammeln. Das muss halt nur angemeldet werden. Also kann keiner sagen, das darf nicht passieren. Ne? So, und dann haben wir einfach das angemeldet, haben uns ein Motto überlegt, Friede, Freude, Eierkuchen, haben gesagt, also Frieden für Abrüstung und Verhandlung, Freude, also als Verständigung, als Völkerverständigung und Eierkuchen für die gerechte Nahrungsmittelverteilung. So, und dann haben wir halt das an die Versammlungsbehörde abgeschickt und dann kam nach 3 Wochen kam dann das Okay und dann haben wir gesagt, okay, lass es uns machen. Am 1. Juli 1989 um 18 Uhr treffen sich die Sympathisanten der Szene am Wittenbergplatz. Es ist kühl und regnerisch und noch weiß keiner, was genau passieren soll. Unter den Besuchern ist auch der 25-jährige Ralf Regitz, der in den darauffolgenden Jahren zum Organisator der Love Parade wird. Das war vom Wittenbergplatz, vom KDW, das war ein versprengtes Häuflein. Also vom KDW war halt eben war verkaufsoffener Samstag, da rannten halt die Omis mit den Einkaufstüten rum. Und ein paar Leute standen da und haben sozusagen leicht frierend gezittert, die Dinge, die da kamen. So zwei kleine Autos, Autochens. Und irgendwann, ja, meinte Motte, dann komm, wir gehen jetzt los. Mehr wären es auch nicht mehr. Und es waren dann vielleicht 100, 150 Leute so. Der damals 29-jährige Matthias Ruhing, alias Dr. Motte, gilt als Vater der Love Parade. Seinen persönlichen Höhepunkt hatte er nach 5 Kilometern. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass wir kurz vor dem Ende der Parade, dass wir da Joachimsthaler Ecke Kudamm standen. Und dann im strömenden Regen kam da so ein Hochgefühl auf. Also ich glaube, da hatten wir alle einen Orgasmus, würde ich mal sagen. Also einen musikalisch erzeugten Orgasmus. Von Anfang an mit dabei ist auch Maximilian Lenz, alias DJ Westbam. So klein wie das damals auch war, schon gleich auch die Idee, oh, das müssen wir nächstes Jahr wieder machen, da kommen bestimmt noch mehr Leute. Und das ist ein super Ding irgendwie. Also das war, obwohl das wirklich mini war, ja, beim ersten Mal war das gleich klar, dass das was Besonderes ist. Im Jahr 1991 versammeln sich am 1. Juli-Wochenende schon 6000 Raver auf dem Kurfürstendamm und erleben ihren ersten Freiluft-Rave. Die dritte Parade hat den längsten Namen aller Zeiten. My House is Your House and Your House is Mine. Die Idee vom Worldwide Party People Day wird wahr und überrascht die Gründer trotzdem. Wir waren natürlich schon etwas platt und verwundert, dass das also so eingeschlagen ist. Rasend schnell findet die Love Parade Anhänger in allen Teilen des frisch vereinten Deutschlands. Nachdem das ja 89 wirklich nur West-Berliner gewesen waren und 90 waren das Berliner aus Ost und West und 91 waren das dann Leute von überall plötzlich. 1994 schafft es die Raver-Hymne Somewhere Over the Rainbow als erster Techno-Track in die deutschen Charts. Und weltweit wird Musik made in Germany zum Trend. Das weibliche Gesicht der Techno-Jünger Marusha mit grünen Augenbrauen. Der erste Eindruck war einfach krass. Auf der ersten Love Parade war sie 25, lebte in Nürnberg und wollte eigentlich nur Freunde in Berlin besuchen und avancierte dann zu der DJ der Republik. Ich habe selber angefangen aufzulegen nach dieser Love Parade. Aber davor habe ich praktisch die Radiosendungen gemacht und eben produziert. Und nach der Love Parade fing ich dann auch noch an aufzulegen. Und dann wurde es ganz schlimm. Wieso? Ja, dann kam der ganze Erfolg und was weiß ich, da jagte ja praktisch ein Steinchen, das nächste Steinchen, bis es dann zu einer Lawine wurde und dann alle irgendwann mal überrollt hat. Das ist einfach mal, das ist total geil, total geil.
Untergrundbewegung ist zum Massenphänomen geworden. 1999 knackt die Love Parade zum ersten Mal die 1 Million Besuchermarke. Im gleichen Jahr entdeckt auch eine eher bodenständige deutsche Volkspartei ihre Liebe zum Techno. Ach was, schon immer hörten Christdemokraten der Jungen Union am liebsten.